So, das Problem ist nämlich folgendes. Erstens mal, dass ich am Verdursten bin, das ist aber so ein Standardproblem, was wir hier haben. Habe ich irgendwas dabei? Ja, na schau mal. So, das nächste Problem wäre nämlich, dass die hier einfach zum Scheißen zu doof sind. Habe ich eine Hacke dabei? Ich habe sogar eine Hacke dabei, sehr gut. Packe ich mal kurz auf die 1. Wir müssen die Felder irgendwie noch fertig bekommen. Und zwar bis Mitternacht. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Aber es kommt, ja, es geht hier um den Kohl. Leinsamen brauche ich gerade nicht. Wo, habe ich keinen Beutel dabei? Säckchen. Säckchen. Nein. Wie schaut's hier aus? Ist hier wenigstens gedüngt? Alter, das ist noch nicht mal gedüngt. Was machen die denn? Diese faulen Schweine, die machen einfach gar nichts. Haben wir keine Säckchen mehr? Oh nein. Ganz dünnes Eis. Ich guck mal ganz kurz, ob wir auf die Schnelle vielleicht eins machen können. Am liebsten gleich normales Säckchen. Ich will gar kein einfaches. War, glaube ich, zwei Leinengewebe und zwei Leder, oder? Lelele. Leder. Na, ich mach mal gleich zwei. Leingarn. Das war, glaube ich, 1:1 vom Umwandeln, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hat sich 1:1 umwandeln lassen. Sehr gut. Dann machen wir schnell ein Säckchen. Und dann hoffen wir mal, dass wir zumindest so viel wie möglich noch schaffen. Ach ja, und wir hatten. Oh, stimmt, wir hatten ja die Einstellung, egal wie viel ich mache, ich muss bloß einmal arbeiten. Das ist so schön. Vor allem ist es auch sehr, sehr praktisch. Dafür dauert dieses eine Mal ja auch länger, aber wir sparen uns halt auf lange Sicht sehr, sehr viel Zeit. Und wenn wir gerade etwas nicht haben, dann ist es Zeit. Wollen wir das Säckchen jetzt? Packe ich mal auf die 2. Das heißt, wir brauchen Kohl, Samen, also Kohlsamen und Dünger. Ich hoffe, wir haben alles noch genug. Warum bin ich so weit gelaufen? Ich habe voll vergessen, dass wir noch ein Lager haben. Pass auf, die Leinsamen würde ich mal so lange hier lassen. Kohlsamen braucht man komplett. Und Dünger nehme ich mal die Hälfte mit. In etwa. So, dass wir noch arbeiten können. Dann mache ich hier unten schnell mit den Kohlsamen fertig. Nee, cool. Und danach kümmern wir uns um das zweite Feld. Kann es sein, dass wir vielleicht einfach mehr Bauern brauchen? Warte, die ganze Reihe hier? Oh, komm schon. Aber kann es sein, dass wir dann. Warte, ich brauche 160 Samen für das andere Feld. Wir haben viel zu wenig Kohlsamen, kann das sein? Waren die nicht eigentlich immer perfekt abgezählt? Ich glaube, irgendeiner unserer Bewohner hier klaut heimlich Samen. Vielleicht will er irgendwo ein eigenes Dorf aufbauen, das kann sein. Aber dann bitte nicht aus meinen Vorräten. Ich muss da auch selber sammeln, das funktioniert. Und guck, wo wir heute sind. So, dann den Dünger. Wir haben auch bloß 120 Dünger, das reicht halt auch nicht. Oh, ich glaube, wir kriegen hier ganz große Probleme. Ich habe immer Schiss, dass er eins auslässt, weil ich das in diesem Gewusel hier nicht sehe. Aber ich glaube, gedrückt halten und laufen funktioniert. Sieht zumindest gut aus.
So, hier ist gedüngt. Oh, ich sehe halt nicht mal, wo gedüngt wurde und wo nicht. War das richtig? Ja. Hat er richtig gemacht, sehr gut. Diesmal nicht. Also mal klappt's, mal nicht. Ist ein bisschen weird. Müssen wir aufpassen. Und wir haben absolut nicht mehr viel Zeit. Ich befürchte fast, dass wir das nicht schaffen. Ich würde erstmal die drei Reihen machen, dass die schon mal angepflanzt sind und so. Dass wir wenigstens ein bisschen was hier rauskriegen, wenn wir schon nicht alles schaffen. Das sind, glaube ich, immerhin schon mal drei Reihen. Das wären 30 Kohl. Das wäre auf jeden Fall besser als gar nichts. Aber immer noch zu wenig. Habe ich beim letzten Mal schon wieder geschlammt? Habe ich die irgendwie zu spät eingeteilt? Weil sonst sollten die das eigentlich relativ gut hinbekommen. Ich weiß ja nicht. Dieses absolut faule Pack. Wegen denen gehen unsere Erträge einfach hier rapide den Bach runter. So, den Kohl. Ich hoffe, dass wir wenigstens die Hälfte schaffen oder so, aber ich glaube es nicht. Ich denke hier vielleicht noch 50, also jetzt nochmal 20 und dann ist Schluss. Das wird viel zu schnell spät. Und es ist auch unheimlich dunkel hier. Wir sollten vielleicht mal anfangen, überall einfach so Standfackeln hinzustellen. Allein schon, dass ich nicht jedes Mal eine Fackel brauche, sondern dass wir hier halt einfach was sehen. Ich würde ja die Felder auch gerne irgendwie noch einzäunen. Nur für die Optik, klar. Ich glaube, einen großen anderen Sinn hat es auch nicht. Und auf jeden Fall, wir müssen irgendwas bei den Bauern machen. Das kann so nicht weitergehen. So, warte, hier ist ja noch dieses eine Feld gedüngt. Toll. Da hätten wir genauso gut auch einfach gar nichts machen können. Andererseits, alles was wir jetzt düngen, wäre dann für die nächste Jahreszeit schon fertig. Das Problem ist, ich wollte ja gar nichts anpflanzen. Die beiden Felder liegen ja dann eigentlich bis zum Frühjahr wieder brach. Herbst wird geerntet, Winter passiert hier gar nichts. Also 191 Kohl haben wir gerade. Ja, ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen. Ich brauche den ja auch, um Dünger herzustellen. Da geht es gar nicht unbedingt ums Essen eigentlich, sondern wirklich darum, dass wir genug Dünger haben. Andererseits, wir haben inzwischen auch Schweine. Das mit dem Kohl ist gar nicht mehr so wichtig. Außer natürlich die Samen, die wir super verkaufen können. Das ist schon sehr cool. So, das Säckchen und den Kohl. Mal schauen, wie viel wir noch hinbekommen.
bevor wir ins Bett teleportiert werden. Komm mal hinne. Ich habe doch nicht extra so viel Tee getrunken, damit ich reden kann, wenn der hier gefühlt nichts schafft. Okay, immerhin 50. Ich würde jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr anfangen, das lohnt sich nicht. Maximal hier die... Warum haben die hier mittendrin angefangen und dann einfach aufgehört? Wie schaut das eigentlich aus? Okay, Geld hätten wir. Wie spät ist es? Halbe Stunde noch. Ja, das schafft man sowieso nichts. Ganz ehrlich. Dann schmeiße ich das Zeug hier rein. 74 Dünger. 250 haben wir. Eigentlich nicht schlecht. Die Kohlsamen. Die beiden Säckchen. Ich könnte eigentlich auch die Hacke hier lassen. Ich brauche die gerade nicht. Eisensense brauche ich gerade auch nicht. Können die sich gut und gerne mal gönnen. Dann schaue ich noch kurz im Lager vorbei und schaue, dass wir da noch möglichst viel ablegen können. Hier Bären zum Beispiel braucht man nicht. Das Brennholz brauche ich auch nicht in der Tasche. Ein flacher Strohhut sollte mir reichen. Wir haben ganz schön viel dabei. Aber irgendwie gefühlt nur Müll. Hm. 22 Bronzebarren noch. Eigentlich haben wir vom Gefühl her sehr gut vorgesorgt. Dann schauen wir mal, ob wir noch ins Bett kommen alleine oder ob wir direkt teleportiert werden. Hallo Basultan und gute Nacht. Moin, hallo, ne? Neue Quest Uni. Ja, muss jetzt nicht. Na, Manni? Na? Willst du rausspielen? Ganz schön stark. So ein kleiner Junge und so eine große Tür. So, das erste, was wir machen, Verwaltung, die Felder. Auch wenn sich das wenig bis gar nicht gelohnt hat. Diese drei. Momentanes Hafer, also jetzt Roggen. Das sollen sie als erstes machen. Rein theoretisch, ich könnte es ja auch selber machen. Stimmt, ich glaube, deshalb hatten die das auch nicht geschafft. Ich müsste irgendwie fast dafür sorgen, dass die da gar nicht arbeiten. Weil wichtig wären ja die Großen. Einmal zurücksetzen. Und das hier. Ja, und die anderen Felder müsste ich tatsächlich eigentlich wirklich selber machen. Oder haben wir noch irgendwelche Bauern in der Hinterhand? Ja, vier Landwirte. Eigentlich sollten das vier Landwirte doch locker schaffen. Ich lege es einfach mal drauf an. Cool wäre es halt, wenn man irgendwie ein Feld priorisieren könnte. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. So, und das hier. Dann können wir gleich wieder Tierfutter herstellen. Glaube ich zumindest. Moin, Dave, schön, dass du da bist.
die alternative Überlegung wäre natürlich halt immer noch, dass wir einfach sagen, wir machen die Jahreszeit ein bisschen länger. Na, Ulrik? Irgendwie mal um einen Tag. Ich würde einfach abwarten, wie die vorankommen. Und dann können wir immer noch handeln. So, was brauchen wir? Wir brauchen Stroh. Och Mann, jetzt ist schon wieder alles kaputt. Was machen die hier? Da muss auch noch Flachs gedroschen werden. Könnte ich eigentlich noch schnell machen dann. Aber erstmal Stock und Stroh. Wir haben auch nicht mehr so viel Stroh. Da müssen wir irgendwie demnächst auch wieder ein bisschen Nachschub machen. Ja, wie gesagt, wenn die einfach nicht vorankommen, wir haben auch schon. Ja, ich weiß, ich bin mir irgendwie so unsicher. Einerseits will ich das, andererseits finde ich das ja auch gut, dass die Jahre so schnell vergehen. Ich würde jetzt mal abwarten, ob die alle Felder hinbekommen. Wobei, jetzt haben sie ja auch weniger Arbeit, weil sie die großen Felder bloß ernten müssen. Statt da auch noch was zu bestellen. Ja, ich denke, wir sollten auf die 4 Tage gehen. Als ob ich jetzt hier einen Stamm brauche. Och komm. Sollen das? Hier ist einfach viel zu viel drin. Holzstamm. Ich nehme ein paar mehr mit. Wer weiß. So, dann machen wir hier den einen Balken noch. Ja, hier auch. Ja, da kann ich halt nichts ändern, ne? Das sind halt die Farben, die das Spiel macht. Manchmal bin ich halt weg. Das könnte daran liegen, dass ich eine Erscheinung bin. So eine Geistergestalt. So, war's das? Ich glaube, das war's. Gut, dann haben wir noch Flachs, den wir dreschen müssen. Das würde ich einfach schnell selber machen. Allzu weit sind wir nicht weg. Vorher räumen wir auf. Das hier. Das hier. Dann können wir nämlich auch wieder Leinsamen verkaufen. Geht ja zum Glück schnell. So, Leinsamen müssen wir eigentlich genau 320 da lassen. Die drei hier auf Vorrat. Ich glaube, die werden nicht schaden, oder? Da wir ja wissen, dass uns irgendjemand bestiehlt. Weißt du was? Ich mache auch das Leingarn einfach gleich selber fertig. Ich weiß, Ludgarda kann das. Aber muss ja nicht. Flachshalm. Nehme ich alles mit. Hier sind auch noch 15 Kohlsamen. Warum? Ach so, nee, passt. Die kommen jetzt rein wegen Ernte. Sonst Leinensamen haben wir. Hier die 320. Dann verkaufe ich die. Mir doch egal. Aber zuallererst, hau mal ab. Komm, geh mal weg. Hau ab. So, einmal alles. Oh, schön, wie er dann den Faden rumfingert. Richtig liebevoll und zärtlich. Ja. Oh, das geiler Faden. So, haben wir das. Andererseits war vielleicht gar nicht so schlau.
Weil jetzt hat die Alte sonst nichts zu tun. So. Basultan, komm mal her. So, komm mit. Trampel hier einmal übers Feld. Mach die ganze Arbeit kaputt. Wir gehen verkaufen. Und rein theoretisch, wir könnten auch direkt zusammenbauen, ne? Unigos Geschichte endlich mal abschließen. Aber ich weiß nicht, ich finde Unigos ein bisschen... Ich finde ihn ein bisschen komisch. Nicht unsympathisch oder so, aber... Schon ein bisschen selten. Ja, seltsam. Selten auch. Selten dämlich meistens, aber... Ich weiß nicht so recht, was ich von dem halten soll. Hello. So, zeig mal her. Ich würde dir, auch wenn das nicht dein Spezialgebiet ist, guck mal. Ich mach dich mal eben pleite. So, er ist halt richtig, richtig blank jetzt. Hier kann ich nicht verkaufen, hier kann ich nicht verkaufen. Wir brauchen viel, viel, viel mehr Käufer und Verkäufer hier. Best goods in the valley. In the valley, natürlich. Oh, immer noch Samen. Goodbye. Jetzt waren wir schon bei der Lady und ich habe immer noch Samenstau. Oh, schlimm, schlimm. Edwin, pass auf, ich habe ein bisschen Samen für dich. Guck mal, die schmeiße ich dir entgegen. Haben wir sonst noch irgendwas, was weg kann? Das war's, ne? Und schau mal an, fast 20.000. Wir sind rich as fuck. Wirklich. Was könnte jetzt noch unser Ziel sein? Oh, was lehnt denn hier Schönes? Hm. Sag mal, wandelndes Spiele-Wiki, oh Weise, wie du bist. Gibt's noch irgendwas Sinnvolles, wo ich richtig gut Kohle ausgeben kann? Wo man einfach sagt, investier jetzt mal. Ich könnte natürlich die kompletten Baupläne einfach freischalten. Aber... Bevor ich das mache, möchte ich erst wissen, ob es noch was Sinnvolleres gibt. Kann ich mir zum Beispiel irgendwo einen Panzer kaufen? Einen mittelalterlichen. So einen Belagerungsturm. Das wäre ja nicht das Verkehrteste. Weil ansonsten... Würde ich halt hier jetzt richtig Kohle ausgeben. Eins nach dem anderen. Das haben wir schon. Das Schöne ist, hier haben wir halt eigentlich alles schon gemacht, ne? Ich glaube, da kommt auch gar nichts mehr. Nö. Landwirtschaft ist durch. Das wären so die Sachen, die wir verkaufen können. Oh, der Marktstand, da hätte ich richtig Bock drauf. Hier Schmiede 3 wird dann nochmal interessant, aber vorher... Wir sollten ja einfach alles kaufen, oder? Und das dann gegebenenfalls verkaufen. Ach komm, scheiß drauf. Ich würde sagen, bis wir noch 10.000 haben. Ein bisschen was sollten wir uns, denke ich, aufheben. Aber das meiste davon ist sowieso super günstig. Da können wir auch einfach alles lernen. So, hier drin wird schon ein bisschen teurer. Ist aber auch nicht schlimm. Noch können wir uns das leisten. So, die Werkstatt. Jetzt geht's richtig rund im Geldbeutel. Drum war sie mit Distel, was? Warum? Ich meine, gut, die kosten nichts, warum nicht? Aber macht wenig Sinn. So, 1.500 können wir noch. So, und jetzt würde ich sagen, warten wir mal, was die Zukunft noch so mit sich bringt. Wie viel Geld habe ich gerade? Jetzt sehe ich es wieder nirgendwo. Ja, 20 Münzen könnte ich noch ausgeben. Mehr nicht. Aber wir bekommen ja auch wieder Kohlsamen. Die können wir auch noch verkaufen. Das gibt auch nochmal ordentlich Kohle.
Weißt du was? Ich mach das einfach gleich. Wo sind hier Jahreszeiten, Dauer? Weißt du was? Komm, wir machen 5. Oder? Mach mal 4 oder 5? Ich weiß nicht. Je länger die Jahreszeiten sind, desto mehr muss ich halt auch mit den. Desto mehr muss ich die durchfüttern. Wir schauen mal, ob sie mit 4 Tagen zurechtkommen. Und sonst. Gibt's irgendwas, was wir eigentlich richtig effektiv von Herbst in den Winter einpflanzen können? Bestimmt nicht, oder? Na, mein kleiner Fragger. Na, du? Hallo? Oh, er hat ein Stroh gefunden. Ja, und jetzt hau ab. Geh deiner Mutter auf die Eier und nicht mir.